Sehr vielen Dank schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Vielen Dank schön dafür, dass du auch sehr gut sein und du unten den Subscriber anklicken und den WhatsApp-Nummer vielleicht mal abschreiben und dann deine Freunde auch mal alle einladen, unsere Videos zu checken, sodass die auch gerne sehen können, nicht was wir tun, sondern was Gott dich anstellt. Wir bedanken uns auch sehr für Reinhard Savozia, Philadelphia, Chaco, Paraguay, für uns diesen schmocken Video, schäkje, was wir in Ufurt wurde wiese. Sehr schmocken Video, wer der Sirup-Kirke denn? Sirup-Kirke, du hast mal gesehen, wer der das denn? Das schmeckt aber ganz unverschämt sehr schön. Sind Sirup ütlecke? Hoch. Mehr ist gerade so feines Vrennetje in Schmundfahrt. Aus eigener Klin wir, mein Onkel und Tante, der hatte auch seine Sirupspras. Und die deute immer Zuckerrüder nennen in Korn, glaube ich, wo immer der da schäufe. Und dann jäufe es in der Suppe und dann deute die Kirche verlangen. So ja lang Kirche. Und dann glaube ich, der hat 40 Liter, glaube ich, ja 5 Kilo Sirup und so weiter her. Nur weil ich nicht ganz näher würde, dass du ihnen gesagt hast, aber du kostet dieses Video mal beim Einhorchen. Dann kick die mal, wenn du da am Schakel deine Sirup-Kirche. Dort sieht man sehr Schmuck. Ich hatte auch gemacht, hocken ein bisschen mit Lecker mit dir. Ich kick dir auch, wenn du da einen Gießer machen würde. Den Gießer hat sie bloß ein bisschen zu drehen gekriegt für mich. Ich würde ihm immer so machen, dass er ganz suppig ist. So, dort kriegt es mit Wrennchen rückwärts, nicht so? Einer, der das soll, der andere, der das dort. Und dort ist auch okay. Wir freuen uns besonders, dass wir gerne so eine Videos aus der Wiese, wie uns andere Menschen an den Tisch hätten und die Frauen uns das Video gerne auch am Internet stellen. Und wir möchten uns von der Wiese, würde dann im paraguayischen Chaco deine Sirup kochen. So, nun kann ich dort mal kicken, sagt ihr mal fein Hand, dann horchen dort mal und kicken dort mal alle an, weil du dort im Chaco deine Bütte ab dem Vier mal vernünftig Seite Sub Kirche, sodass wir gerne mal vernünftig seidet essen. Ich gleich Zucker sehr und ich gleich meinen Koffer auch einmal seidmelken. Meistens drei Löffel Zucker in einem Koffer. Und meine Frau sagt, das ist nicht gesund für die. Aber Sirup essen, das kostet mit einem Löffel. Das schmeckt schön. Kenia, wollt ihr dort auch bleiben? So, wir möchten euch nicht einladen, das Video ganz mit dem Engtechetje. Wir wünschen dir und deine Familie noch einen schönen Tag mit Jesus. Ja, das war dann noch. Das ist eine Pressekonferenz.
Wer auf Geburtstag? Na, irgendwer. Ich. Ganz gut, wieder. Ah, diese, was? Ja, lass das ein bisschen. Auf dem Blechnapp oder nur? Ja, auf dem Blechnapp. Ich habe das alle aufschalten, die Sakaro-Stange. Ja, so. Ich habe die Saate. Wurde Sakaro gesaat. Und dann wurde ich noch gewartet, 2-3 Mal. Und dann wurde abgepostet, und der Rüb da bin ich an dem Kern, der den Kern kaputt macht. Und dann wusste die Stange nicht. Da gab es bloß Jitzers. Und die Jitzers, wenn die Mann im Sirup kommen, die sind sehr besser. Reden wir. Und dann haben wir sie wieder. Dann wurde dann aufgehakt. Dann hat er hier einen Traktor mit einer Pras. Das geht ungefähr 50 Liter oder mehr, 200 Liter. Dann, wenn ich sehr ansatte, das geht eine Stunde, dann habe ich 200 Liter so aufgebüte. Dort gibt dann wie viel Sirup? Dann waren 200 Liter so auf, das gibt wie 50 Kilo Sirup, wie ungefähr so. Okay. Je nachdem, wie alt der Sakaro ist. Wenn der Sakaro ganz jung, 40, 50 haben wir dann gehabt, 40, 50 Kilo. Ja, vielleicht sogar auch mehr. Wenn der Ella ist, gehabt mehr. Und wenn der Jereiner ist, dann gehabt das weniger. Wie ist der Kuck mehr alt, ist mehr Wutter. Und wenn der alt ist, dann bleibt mehr Eva. Das wäre so, die ganze, und dann wird das hier eine Platte neue Gute. Dann muss einer bloß sein, dass es immer brennen geht und nicht mitkommen. Und einer muss, solange es kochen geht, rühren, dass es nicht ansagen geht. Weil die Sakaroa geht ansagen. Und dass die gebrast ist und nicht gut wird und dann nicht gerührt wird. Und Glück hernehmen. Ja, es ist jetzt so viel Rauch da, man kann fast nicht sehen. Guiso paraguayo, comida típica. Hier, stellen wir den zu. Der ist richtig schön. Ja, sieht gut aus.
A punto. Paraguayer würde sagen, a punto. Fangt er unter Aufzählung. Nee, der ist noch nicht rein. Er macht noch mehr. Ja, aber der blüfft ja und mehr backen. Na, aber hier will ich den noch schein holen. Deswegen muss ich noch mit länger. Wie lange wird das? Aber das wird auch nicht mehr lang. Dann ist das nee, das ist noch ein paar Minuten. Was soll ich da die Tabelle? Erlaub es zum Anfutter habe ich hier. Ja. So, jetzt muss jeder hier halten. Setz dich auch mal auf dem Eisen rauf und dann ziehen wir. So laut all you, ja? Ja, ich mache das nicht. Das was hier auch können wird, das werden wir doch, weißt du? Das lohnt mir nicht. Ja, ich weiß. Ja, bis hier fast bis zum Klopfen. Langsam, langsam. Und das auf den Fuß kommt, ja. Das wird sehr wichtig. Noch ein bisschen weiter? Ja. Das ist das ganz Leiste, das wir aufnehmen. So. So, nu, nicht hier ausschrappen, mal die Gruppe noch. Die macht irgendwas. Sind da nicht irgendwo solche dicke Bretter? Irgendwo? Schmale? Sind grüne? Das bisschen, das ist jetzt von dem ganzen Anhänger voll Zuckerrohrstangen. Weil gestern unter den Indianern dann fertig, aber du hast sie vergessen anzulegen. Die mal anlegen. Ich will einfach bloß noch ein Treiber. So ist der, wenn der so ist, dann ist der rein. Ja, der ist nicht ganz gut. Sind wir bedeckt, der ist. Mhm. Rabau da, irgendwo. Nee, einmal heute, dann halt. Ja, die hat aber Fan, mit dem auf. Ja. Yeah. Und dort kannst du nicht auf, dass der sowieso rostet. Ich habe ja auch eine Schallwolle dran. Da, fertig.